In diesem Video erzählen wir, wie man Periodengrid auf dem Chart einstellt. Das sind die vertikalen Linien, die konkrete Zeiträume anzeigen. Die Einstellungen befinden sich im Setup-Menü Studies Grid. Standardmäßig verfügen wir über den Session Grid. Man kann den Grid in der Systemsteuerung im oberen Teil des Fensters einstellen. Um Separator zu deaktivieren, wählen wir im Feld State Off und klicken wir Edit. Jetzt gibt es keine vertikalen Linien mehr. Dann kann man den Grid-Typ auswählen. Time Separator, Sessions, Tage, Stunden etc. und Perioden Separator. Wählen wir zum Beispiel die USA Haupt-Training-Session von 8.30 Uhr bis 15 Uhr nach Chicago und klicken wir New. Den Session Grid schalten wir aus. Dieser Zeitraum wird mit der Strichlinie markiert. Den notwendigen Timeframe kann man sowie mit Hilfe der Linie als auch mit Hilfe des Farbenverlaufs markieren. Deaktivieren wir Line und stellen wir die Farben ein. Markieren wir das Intervall zum Beispiel mit grauer Farbe. Klicken wir Edit. Jetzt befinden sich unsere Zeiträume in der Haupt-Training-Session der CMI. Der letzte Typ ist der Preisgrid. Das heißt, wir können ein Preisgitter einstellen, zum Beispiel für jede 20 Pips sind das 5 Punkte bei S&P. Klicken wir New. Der Gitter kann in Form vom Farbverlauf oder in Form von Linien gestaltet sein. Man kann auch den Linientyp, die Linienfarbe einstellen. Um den Trenner zu löschen, markieren wir ihn und klicken wir Delete. Um Separator zu bearbeiten, markieren wir ihn, machen wir die Änderungen und klicken wir Edit. Wenn wir einen neuen Grid hinzufügen wollen, dann müssen wir zu irgendwelchem Trenner Einstellungen ändern und auf die Taste New klicken. Wenn Sie zusätzlich Fragen über die Grid-Einstellungen haben, bitte wenden Sie sich an unseren technischen Support. Den Kontakt finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch!